Ob auch das nächste Mitbringsel gute Verkaufschancen hat? Noch ist es sicher verpackt. Günter Höfel möchte sich von einer ganz speziellen Holzmalerei trennen. Die Holzplatte fasziniert mich, die Farben, die da drauf sind, die finde ich sonst nicht, als wenn ich Farben im Malkasten habe. Es ist etwas Besonderes. Da kommt oh, nichts Großes. Schönen guten Tag. Ah, nicht so. Mein Name ist Günter Höfel. Günter Höfel. Ich habe Ihnen eine schöne Platte mitgebracht, die kaiserliche Familie mit dem kleinen Wilhelm von 1887. Mein lieber Scholli. Aus dem Nachlass von meinem Schwiegervater. Er hat es jahrelang in der Schublade gehabt. Also ich habe selten so Bilder gesehen in der Größe, die auf Holz gemalt sind, ja, und dann schon fast fotorealistisch. Ja. Das finde ich toll. Holz gedruckt? Und auch nachgemalt. Es ist auch von einem Fotograf gemacht, das ist so. Und man kann es auch hier ganz genau erkennen, das ist der Hoffotograf Reichhardt und Lindner aus Berlin von 1887. Das heißt, also da wurde dieses Stück Mahagoniholz genommen, da wurde das drauf gedruckt, dieses Foto. Und dann wurde es, wenn du drüber fährst, mit dem Finger nachgemalt. Also das ist hier Wilhelm der Erste. Ja. Das hier ist Wilhelm der Zweite und das ist sein Sohn, der Kronprinz Wilhelm. Boah. Und dieser gute Mann, da habe ich kurz nachdenken müssen, das ist Friedrich III., der 99-Tage-Kaiser, der Bruder von Wilhelm. Günther, ich glaube, du hast einen Schatz gefunden. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe keine Ahnung davon, aber ich wäre froh, wenn ein bisschen irgendwie davon rauskäme. Würde ich mit der lieben Frau essen gehen oder sonst. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt so viel wert ist, dass du deiner Liebe damit noch mal einen wunderschönen Abend zusätzlich bereiten kannst. Das wäre schön. Hast du denn so eine Idee, was so ein Essen kosten würde dann für deinen Schatz und dich? Zusammen, vielleicht ist der Oma noch dabei, 100 Euro. 100 Euro wäre schön, ja. Ja, aber wir hören jetzt mal, vielleicht ist es ja viel mehr wert. Ne? Lieber Albert. Lieber Horst, also ich denke, das war nicht sehr teuer. Das war natürlich damals so, das war ein absolutes Souvenir. Das war diese Kaiserzeit, die Verehrung für das Kaiserhaus. Und da hat man solche Teile gemacht, aber in großen Stückzahlen. Das waren bessere Postkarten, die man aufstellen konnte. Aber trotzdem wird das einen schönen Wert haben. Die ganzen Jahre in der Schublade, weil es ist so schade. Ne? Ja, aber das steigert natürlich nicht den Wert, wenn das jahrelang in der Schublade liegt. Du merkst, wir beide geben alles. Wir versuchen, dich zu überzeugen. Nein, ihr könnt mich nicht überzeugen. Ich bin und bleibe bei 30 Euro. 30 Euro? Für dieses kleine Blatt, Günther, pass auf. Normalerweise dürfte ich dir jetzt gar keine Händlerkarte geben. Aber dann nehme ich auf meine Kappe. Mit der Sympathie, die du den Menschen entgegenbringst, hoffe ich einfach, dass die Händler so viel springen lassen, dass das ein wunderschönes Essen für dich und deinen Schatz gibt. Vielen Dank. Nichts zu danken. Du, ich danke dir, dass ich dich kennenlernen durfte. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Da vorne im Flur lang. Ja. Ich habe jetzt wieder Minuspunkte bei dir. Nein, doch nicht. Natürlich. Nein, du bist bei mir im Wert gestiegen, weil du lässt dich auch nicht beeinflussen von schönen Geschichten. Ja. Du bist und bleibst Experte und damit unantastbar. Danke. Du bist ein wahrer Diamant. Ja. Ne? In modernen Schliff. So, okay. Es hat mich überrascht, dass das Bild doch nur ein Druck bzw. eine Holzplatte ist. Aber ich freue mich, dass ich überhaupt eine Händlerkarte bekommen habe. Und bin auch glücklich darüber. Ich freue mich darüber, dass es so weit überhaupt gekommen ist. Also im Moment geht sie mir vor, das Herzchen klopft ein bisschen, aber ich bin etwas aufgeregt. Aber ich lasse es einfach auf mich zukommen und ich hoffe, dass etwas mehr rauskommt. Wenn es nach Günter Höfel geht, dürfen unsere Händler statt 30 Euro gerne einen dreistelligen Betrag locker machen. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Naja, ein Rembrandt ist es ja nicht gerade. Aber das ist die Kaiserfamilie von ganz früher, 1887. Damit ist das Bild eine echte Antiquität und wird genauestens in Augenschein genommen. Schließlich wollen die Händler wissen, worauf sie bieten. Wo haben Sie das her? Es ist aus dem Nachlass von meinem Schwiegervater. Und wir haben es jetzt schon über die Jahre immer in der Schublade gehabt. Ja, für die Schublade ist das doch zu schade. Was hast du damit vor? In der Truhe. Ganz fein gemalt. Ja, auch die Orden, das ist ziemlich filigran. Ja, sehr gut.
ganz feine Malerei. 1887 datiert. 1887. Steht da unten. Und an vom Hoffotograf gemacht worden, von Berliner Faktur da. Ja, wahrscheinlich sind die fotografiert worden und ein Maler hat vom Foto das dann abgemalt. So schätze ich das ein. Aufgibt, das Holz. Ist ja nicht auf Holz gemalt. Das ist ja gar nicht Leinwand oder Papier. Ja, da und seitlich. Ist der Papa, ich werde nicht so richtig schlau daraus. Das ist nicht gemalt. Das ist ein Vordruck und den hat man koloriert. Sie das kann auch nur sein. Die ganzen die Orden und sowas, das ist alles punktiert, koloriert. Hier so ein bisschen. Aber es wurde mit dem Pinsel gearbeitet, definitiv. Ja, klar, aber das macht einen riesen Unterschied, ob es jetzt komplett gemalt ist oder nur übermalt. Aber es ist schon eine kleine Rarität. Rarität auf jeden Fall und das Motiv ist gut. Haben die Experten gesagt? Ist das handgemalt komplett oder ist es... Er war auch überrascht, der Experte da. Hat gesagt... So ein schönes Bild, ja. Sie wollen es nicht sagen, ne? Nein. Also ist es nicht gemalt. Zwar wurde die Mahagoniplatte zuerst mit einem kaiserlichen Foto bedruckt, doch dieses wurde dann nachgemalt. Kein einfacher Fall. Er sagt, das ist nicht gemalt, ich sag, das ist gemalt. Ich kenne dieses Bild als Fotografie. Ja. Und ich glaube auch, dass das Bild von einer Fotografie als Vorlage genommen worden ist. Da unten ist der Stempel von dem Fotografen aus Berlin. Ja. Und wer das dann ausgemalt hat oder die Orden draufgemalt hat, das steht in den Sternen. Das werden wir nie erfahren. Und gerahmt war es auch mal. War es mal, ja. Was halten Sie denn von 100 Euro? Ein schönes Essen für 3 Personen. Ist 100 Euro, nicht? Oder wollen Sie noch eine Flasche Wein dazu haben? 50 Euro mehr wäre interessanter. Jetzt schauen wir mal, ob die anderen noch was sagen. Bietest du mehr, Ludwig? Ich überlasse dich. Ich habe 100 gesagt. Ich weiß nicht, wie oft das gemacht wurde. Wahrscheinlich öfter, aber trotzdem ist es rar. Was ist mit Walter? Susanne? Du? Dann gebe ich Ihnen 120. Okay. Ein schnelles Geschäft, bitte zu mir. Und jetzt geht's nach Österreich. Alles Gute. Also, tschüss. Jetzt gehört er mir. Jetzt hast du ein schönes Bild, glaub mir's. Das Besondere war, auch die Uniformen und die Orden, die waren so fein mit einem Pinselhaar ausgemalt, dass ich begeistert war und deswegen habe ich zugeschlagen. Ich bin überrascht, dass es so gut geklappt hat, so gut gelaufen hat. Ich hätte es also nicht gedacht. Ich bin vollstens zufrieden.